Einmal im Jahr ist es soweit und die Volksbank Steiermark Mitte lädt ihre Kundinnen und Kunden zu Kabarett und Wein ein. So auch vor wenigen Tagen im Volksheim Köflach. Wir sind eine Regionalbank und wir haben natürlich unseren Kunden gegenüber wesentliche Verpflichtungen. Diese sind ja nicht nur in Finanzangelegenheiten angesiedelt, sondern wir wollen unseren Kunden für ihre Treue, für ihr Vertrauen, das sie uns jederzeit entgegenbringen, auch einmal ein kleines Dankeschön sagen. Und dafür steht diese, glaube ich, sehr toll organisierte und auch immer wieder toll besuchte Kundenveranstaltung. Die Idee zur Abendveranstaltung wurde bei der Volksbank bereits vor vielen Jahren geboren. Immerhin hat die Veranstaltung ja auch schon eine lange Tradition. Wir haben natürlich sind zusammengesessen und haben gesagt, was können wir wieder mal tun? Was können wir eigentlich unseren Kunden zurückgeben? Und da haben wir gesagt, na, soll ein bisschen gehobener sein. Wir haben in Pfalzberg begonnen, zuerst mit 250, glaube ich, Besucher, 300 Besucher. Na, und jetzt ist es Doppelte und es werden noch viel, viel mehr, aber es gibt leider keine größeren Lokalitäten in unserer Gegend. Traditionellerweise wird die Abendveranstaltung immer mit einem Vortrag begonnen. Danach folgt ein Kabarettteil und letztlich noch eine Weinverkostung. Die Vorbereitungen sind natürlich dementsprechend umfangreich. Man muss immer rechtzeitig schauen, dass man eben gute Kabarettisten kriegt, sonst der Martin Kosch, den wir heuer wieder haben, ist ja schon einmal bei uns gewesen vor einigen Jahren. Und da versuchen wir immer eben qualitätsmäßig entsprechende Kabarettisten zu holen, um unseren Kunden auch entsprechendes Niveau bieten zu können. Kabarett, Wein und Bankgeschäfte. Eigentlich doch eine recht interessante Mischung.